Willkommen zu dieser Folge der Lockdown News. Heute soll es gehen um das Chaos mit der Öffnungsstrategie, um Neues aus dem Innenministerium und um den 8. März. Zuerst zum Öffnungschaos und den Schnelltests. Die Ministerpräsidentinnen der Länder haben eine gemeinsame Öffnungsstrategie beschlossen. Oder zumindest eine Infografik, aus der hervorgeht, was passiert, wenn die ganzen Maßnahmen, die die größten Wirtschaftszweige Deutschlands nicht antasten, tatsächlich greifen. Diese Strategie besagt, dass im Abstand von 2 Wochen schrittweise Öffnungen umgesetzt werden sollen. Dabei gibt es jeweils die Version für einen Inzidenzwert zwischen 50 und 100 und die Version für einen Inzidenzwert unter 50, jeweils pro Landkreis. Von den noch vor 4 Wochen angedachten 35 ist heute keine Rede mehr. Für den Einzelhandel heißt das zum Beispiel, bei einer Inzidenz unter 50 dürfen die Einzelhandelsgeschäfte ab dem 8.3. wieder öffnen. 2 Wochen später ist das auch beim Inzidenzwert unter 100 möglich. Stand heute erfüllen übrigens 3/4 der Landkreise diese Voraussetzungen für eine Öffnung des Einzelhandels ab dem 8.3. nicht. Und das ist auch schon einer der ersten Kritikpunkte an diesem regionalen Wettbewerb der Inzidenzwerte. Wenn zum Beispiel mein Landkreis hohe Infektionszahlen hat, ein benachbarter aber nicht, und ich einfach mit der Bahn zum Essen gehen oder einkaufen gehen in einen benachbarten Landkreis fahren kann, dann könnte das diese Öffnungsstrategie auf ziemlich wackelige Beine stellen. Noch ein kritischer Punkt: Um diese Öffnung wirklich nutzen zu können, wird teils ein tagesaktueller negativer Covid-Test vorausgesetzt. Diese Covid-Tests sollen einmal pro Woche aus öffentlichen Geldern finanziert werden, also jede Person kann einmal die Woche sich kostenlos testen lassen, aber darüber hinaus müssen diese Tests eben aus eigener Tasche bezahlt werden. Das könnte im Zweifel heißen, wer diese Öffnung wirklich nutzen kann, das hängt auch vom jeweiligen Geldbeutel ab. Dass die Testsituation so dürftig ist, wie sie eben ist, das hat bisher maßgeblich Jens Spahn und zukünftig auch Andreas Scheuer zu verantworten. Diese beiden Männer bilden die Taskforce Testlogistik, also der Gesundheitsminister, der sich bei einem geheimen Lobbydinner mutmaßlich mit Covid infizierte, und der Verkehrsminister, der einen Vertrag aufsetzte, ohne eine Gesetzesgrundlage abzuwarten. Dass ausgerechnet diesen beiden Männern die Verantwortung für die Taskforce Schnelltests übertragen wurde, das erntete zu Recht Gelächter und Spott, aber eben auch ernsthafte Besorgnis. Immerhin scheiterte Jens Spahns Schnelltestoffensive schon, bevor sie gestartet wurde. Aus dem Innenministerium gab es in der vergangenen Woche gleich 2 Schlagzeilen und wir fangen mit der an, die größeren Wellen geschlagen hat. Denn der Verfassungsschutz stufte die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Und dann wieder nicht. Das liegt daran, dass schon eine ganze Weile bekannt war, dass der Verfassungsschutz gedenkt, die AfD nicht länger als Prüffall, sondern als Verdachtsfall zu führen. Also zumindest dem Inlandsgeheimdienst selbst und der faschistischen Partei war das bekannt. Und deswegen hatte die AfD beim Kölner Verwaltungsgericht auch ein Eilverfahren eingeleitet. Demnach solle der Inlandsgeheimdienst im Falle einer Hochstufung das nicht öffentlich bekannt machen dürfen, bis das Gerichtsverfahren dazu beendet ist. Hintergrund davon ist, dass die AfD um ihr bürgerliches Image fürchtet, sollte sie auch öffentlich bekannt als rechtsextremer Verdachtsfall geführt werden und beobachtet werden. Demnach solle der Inlandsgeheimdienst im Falle einer Hochstufung diese Information nicht öffentlich machen dürfen, denn die AfD fürchtet offenbar um ihr bürgerliches Image, sollte öffentlich bekannt werden, dass sie als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet wird. Der Geheimdienst hatte einem Stillhalteabkommen zugestimmt und damit zugesichert, dass Informationen nicht an die Öffentlichkeit dringen, sollte die AfD als Verdachtsfall eingestuft werden. Doch genau das ist jetzt geschehen, und zwar ganz kurz, nachdem der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz die jeweiligen VertreterInnen der Landesämter informiert hatte über diese Hochstufung. Dabei hatte er auch betont, dass diese Information auf keinen Fall nach außen dringen dürfe, da dann einer Beobachtung eben der Verstoß gegen das Stillhalteabkommen im Weg stünde. Doch genau das geschah, am 10 Uhr am selben Tag verkündete die Tagesschau, dass die AfD als Verdachtsfall geführt wird. Das gab der AfD die Grundlage, die Beobachtung vor Gericht erneut anzufechten, und tatsächlich musste sie wegen dieses Verstoßes auch gestoppt werden. Das heißt aber noch nicht, dass damit gezeigt wäre, dass die AfD nicht Bestrebungen gegen die Verfassung zeige. Offenkundig wird jedoch im Moment das Misstrauen Seehofers in seine eigene Institution. Denn das Naheliegendste ist, dass ein AfD-Sympathisant oder eine Sympathisantin diese Informationen mit Absicht öffentlich machte, um die Beobachtung auf Eis zu legen. Für eine andere Schlagzeile ist er selbst verantwortlich, denn sein Bundesinnenministerium bemühte sich noch kurz vor einer Novelle des Telekommunikationsgesetzes, dort neue Überwachungsmöglichkeiten zu erleichtern. Es kursieren dabei verschiedene Vorschläge, die in ihrer Gesamtheit einen beispiellosen Angriff auf die Privatsphäre im Netz bedeutet hätten. Über netzpolitik.org ist das Papier in Gänze veröffentlicht.
Einer der skandalösesten Vorschläge? Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder auch Skype, bei denen man sich mit der eigenen Rufnummer registriert, sollten verpflichtet werden, personenbezogene Daten aufzunehmen und auch auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Letztlich ist das der Vorschlag, solche Messenger-Dienste nur nach einer Registrierung mit einem Ausweis nutzbar zu machen. Außerdem sollten Telekommunikationsanbieter auf Nachfrage nicht nur den Standort des zuletzt verwendeten Funkmasts, sondern, soweit das technisch möglich ist, auch den Standort des verwendeten Endgeräts, also zum Beispiel des Handys, an Sicherheitsbehörden weitergeben. Alle Vorschläge könnt ihr in dem verlinkten Artikel in der Videobeschreibung oder natürlich auf netzpolitik.org nachlesen. Das ist auch verlinkt. Thomas Jarumbeck, der Digitalbeauftragte der CDU, erklärte über Twitter, dass all diese Vorschläge schon abgelehnt seien. Danach äußerte er sich aber nicht mehr weiter dazu, auch auf Rückfragen nicht. Im besten Fall geben Sie also einen Einblick darauf, was passiert, wenn die Regierungsparteien ihr Vorhaben zu mehr Identifizierbarkeit im Netz umsetzen. Jetzt ein kleiner Ausblick auf den morgigen Tag, den 8. März, Feministischer Kampftag oder Weltfrauentag. Der findet jetzt schon zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen statt, nur dass dieses Mal, dieses Jahr, die Auswirkungen von Pandemie und Wirtschaftskrise auf die Situation von Frauen noch viel deutlicher spürbar waren. Letztes Jahr stand in vielen Städten in Deutschland eine Parole ganz weit oben, nämlich Care-Arbeit sichtbar machen. Und in den vergangenen Jahren entbrannte ja auch die Debatte um bezahlte Sorgearbeit erneut. Und auch wenn diese Forderung nicht alle teilen oder teilten, die unsichtbare und unbezahlte Sorgearbeit hält die Gesellschaft am Leben und das zulasten von Frauen. Ganz besonders Frauen, die arbeiten, sind mehrfach belastet. Und für sie, werktätige Frauen, ganz besonders für Mütter, haben Pandemie und Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr die Situation ins Maßlose verschlechtert. Sie arbeiten in prekären Jobs, sind öfter mini-selbstständig und sind gerade entweder unterbezahlt in einem systemrelevanten Beruf am Limit oder aber werden als Erste entlassen. So oder so, die Sorgen und auch die Sorgearbeit nimmt zu, insbesondere wenn es eben Mütter sind. Nun machen Mütter diese Sorgearbeit aber eben nicht mehr vor und nach dem Feierabend, sondern währenddessen, während der Lohnarbeit im Homeoffice. Und möglich gemacht wird das durch das Urteil der Bundesregierung, dass Homeoffice und Kinderbetreuung, Versorgung und Erziehung wunderbar gleichzeitig möglich wären. Dass Kinder geboren, versorgt, geliebt und gebildet werden, das ist für die gesamte Gesellschaft wichtig. Und trotzdem wird oft so getan, als wären alle Hindernisse und Hürden, die sich daraus ergeben, ganz persönliche Schicksale der jeweiligen Mütter. Das ist Quatsch. Kinder zu versorgen, ohne dabei Mütter zu diskriminieren, einzuschränken oder abhängig zu machen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jetzt gibt es ja diesen Öffnungsplan. Wie verändert sich denn die Situation der Mütter, wenn die Pandemie wieder vorbei ist? Der Staat hat in den letzten Monaten die Idee entwickelt, dass ein Büro als physischer Arbeitsplatz gar nicht mehr im Zentrum unseres Erwerbslebens stehen muss, sondern er kann auch durch ein Homeoffice ersetzt werden. Und wenn das gut vereinbar ist, zumindest aus Sicht der Bundesregierung, mit der Kinderbetreuung, dann löst sich für die Bundesregierung gleich noch ein weiteres Problem, nämlich dass sie in den letzten Jahren nicht in der Lage war, genügend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Diese Kita-Plätze sind aber unabdingbar für die Vereinbarkeit von Lohnarbeit und Sorgearbeit, insbesondere eben Kindererziehung. Und jetzt hat die Bundesregierung eben einen ganz neuen Weg gefunden der Vereinbarkeit, nämlich einfach beides gleichzeitig am gleichen Ort. Das hat jetzt schon katastrophale Auswirkungen und die Bedürfnisse aller Beteiligten kommen zu kurz. Die Vorstöße der Bundesregierung in diesem Punkt bergen die Gefahr, dass das Ganze auch nach Ende der Pandemie nicht vorbei ist. Und wenn das passiert, dann hat es im Übrigen auch nicht nur Folgen für Mütter, sondern auch für Frauen, die die legitime Entscheidung treffen, in ihrem Leben nie Kinder zu bekommen. Denn die Diskriminierung am Arbeitsplatz, die findet pauschal statt. Das ist auch jetzt schon so, weil es zum Beispiel als eine wirtschaftlich riskante Entscheidung gilt, junge Mütter einzustellen. Man hat das zuletzt zum Beispiel gesehen bei H&M, wo junge Mütter als allererste entlassen wurden. Das ist für Macker, Faschisten und Rückwärtsgewandte eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die viele Errungenschaften der Geschlechterpolitik in den letzten Jahrzehnten gefährdet. Denn es wird gefestigt, was wir doch so dringend überwinden müssen: das System aus mehrfacher Unterdrückung durch Lohnarbeit und unbezahlte Sorgearbeit. Für uns geht es also um richtig viel und deswegen wünsche ich uns allen einen kämpferischen, solidarischen und erfolgreichen 8. März morgen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann teilt es gerne und ihr könnt auch das Projekt Perspektive Online an sich unterstützen, entweder mit eigenen Beiträgen oder mit einem Spendenbeitrag. Links dazu findet ihr in der Beschreibung.